Mal schauen, was der Wärterherr zu sagen hat. Ich live. Twitch. Videos gucken und ihr gucken, wie ich gucken. Ja? Schöner Einstieg. Wo wir gerade dabei. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ist Chasnero wirklich live auf Twitch? So, das ist jetzt gerade die große Frage. Wenn er jetzt gerade in meinem Stream ist, Junge, was lügst du eigentlich uns alle an? So, ich verstehe das nicht, aber warum lügt man einen an? Sind. Auf Nicht Nero ist auch wieder ein Video gekommen. Können auch gucken. Hallo Janina. In diesem Video möchte ich dir mitteilen, dass ich ein Problem mit dir habe. Warum und welches werde ich gleich erklären. Trotz, dass ich ein Problem mit dir habe, fordere ich euch dazu auf, nicht zu ihr rüberzugehen und irgendwelche fragwürdigen Kommentare zu schreiben. Bleibt einfach freundlich. Vorweg sei gesagt, der Grund für dieses Video ist nicht mal direkt... Also keine Zerstörung, finde ich jetzt schon wieder sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. ...Content, sondern eher der Umgang mit Kritik an diesem. Klar. Auch an ihrem Content habe ich einiges auszusetzen. Bei Videotiteln wie Ich bringe dich persönlich ins Bett und helfe dir beim Einschlafen bekomme ich eine Gänsehaut. Nur halt leider nicht aus den Gründen, auf die das Video oder andere abzielen. Was dieses Ich bringe dich... Junge, halt's Maul, was ist das für ein Videoschnitt, Alter? Ey, ich kriege gerade Gänsehaut vom Videoschnitt. Macht mich richtig aggressiv. Währenddessen ich in mein Zimmer umgestalte und das schön mache, haut der so ein Videoschnitt raus. Ne? Das macht mich... Also ich weiß nicht, ob es mich aggressiv macht oder ob es mich einfach nur traurig macht, weil ich das nicht kann. Ich kann das einfach nicht, Leute. Ich kann einfach nicht so schneiden. Ich persönlich ins Bett im Titel soll, ist mir auch so ein wenig schleierhaft. Ich habe das Video geschaut, Alter, und sie stand nicht mit einer Profikuscheldecke in meinem Zimmer und hat mich auch nicht ins Bett getragen. Ne? Wenig enttäuscht war ich da schon. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie mit solchen Titeln künstliche Nähe zu den Zuschauern suggerieren will. Wer weiß, ist natürlich nur eine kleine Spekulation meinerseits, nicht wahr? Ebenfalls ging es mir nach diesem Video aber auch nicht besser. Genauso bezweifle ich, dass ich entspannt schlafe, nachdem du mich entführt hast. Aber lassen wir das mal. Einige von euch wissen das vielleicht. Ich finde ASMR absolut schrecklich. Ne? Komplett zum Kotzen. Somit der gruseligste Content auf YouTube. Glotzt euch mal als Mensch mit Misophonie Videos rein, in denen YouTuber ins Mikro schmatzen. Ist keine tolle Idee. Allerdings... Ja, also also jetzt mal kurz meine Meinung zu ASMR. Also ASMR fand ich übel, übel gruselig, wirklich. Fand ich wirklich gruselig, muss ich jetzt mal sagen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr ASMR findet. Ich fand das mega schwierig, weil ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie kann man sowas machen? Aber wenn man sich mal so einen Stream zum Beispiel von einem Kenny K oder sowas gegeben hat und der zockt dort Black Stories oder so, dann ist das einfach mega unterhaltsam. So. Und selbst wenn es da leise ist, ist es gar kein Problem. Das ist gar kein Problem, wenn man noch Unterhaltung mit reinbringt. Aber wenn man einfach nur sowas hier macht, so... Ja, dann ist es natürlich mega creepy. Und das sieht man halt oft in solchen Videos und das tut halt einfach nur weh. DMT, ich grüße dich, Bruder. Schön, dass du da bist, mein Engel. Das heißt es ja nicht, dass das per se schlechte Videos sind. Ich mag sie nur einfach nicht. Das gilt genauso für Kenny, auf dessen Seite ich hier stehe. Ich glaube auch noch nicht mal, dass das, was ASMR Janina da macht, irgendwie schlecht ist. Gut, die Videoaufmachung mit den Titeln und den Thumbnails sowie das Hypewellengesurfe sagen mir jetzt nicht so zu, aber das ändert... Ja, abonniert den Kanal, um ASMR-Videos zu sehen. Ist gar kein Problem. ...halt Leute. Nichts am Videoinhalt, ne? Ist wie gesagt auch gar nicht der Punkt, warum ich das Video hier mache. Zudem kommen wir nämlich jetzt. Der Beef mit Kenny. Die beiden hatten so eine kleine Vorgeschichte, aber der direkte Auslöser für die Konfrontation war eine Reaction von Kenny. Dankeschön, Reaction okay. Hat er minimalste, wirklich minimalste Kritik an ihr geäußert. So minimal, dass ich nicht mal bemerkt hätte, dass da überhaupt welche war, wenn das Ganze nicht so hochgekocht wäre. Um es mal zu verbildlichen, das war die Kritik seitens Kenny an Janina. Und so hat Janina die Kritik wahrgenommen und dargestellt. Ich fand ihren Umgang damit jetzt nicht so doll, ne? Um nicht zu sagen, Janinas Blutsalzgehalt stieg höher als das des Toten Meeres. Auf diese versalzene Antwort von ihr folgte ein 40-minütiges Video von Kenny, das, nun ja, wirkt fast... Das war eine Zerstörung. Das war eine Zerstörung, muss man einfach mal so sagen. Er hat eigentlich alles so weit widerlegt. Klar, es ist halt im ASMR-Style, das kann der ein oder andere vielleicht ein bisschen creepy finden. Oder auch lame finden und so. Ich würde es sogar verstehen. Aber wenn man sich wirklich mal den Inhalt dort reinzieht, dann weiß man einfach, dass Kenny K. zerstört hat. Ey, ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, die Katze will da runterspringen, ne? Junge, es ist nicht normal. Als hätte man scharf gegessen und danach den Abort besucht. Wir gehen hier mal auf das Kritikdrama ein. Wenn du die kaufst. Boah, Kenny, ne? Eigentlich kannst du dir halt auch direkt die Haare blau färben. Nimm mal Spaß beiseite. Das war die Kritik. Mehr nicht. Schau mal, was Janina dazu sagt. Ich finde es einfach respektlos, wenn man dann schon auf meine Videos reagiert, ne, und selber in dieser Szene ist,
dann noch nur negative Aspekte zu nennen und das einzige Positive im Endeffekt zu sagen, dass ich es ja gut ist, dass ich da bin, weil dadurch habe ich ihm ja Zuschauer gebracht. Das ist im Endeffekt im Groben und Ganzen das einzigste Positive, was er über mich sagt in diesem ganzen Video. So, halten wir fest. Kennys Reaction war durchweg negativ, außer dass er wegen ihr mehr klickt. Wollen wir uns die Realität mal reinziehen? Also die ganzen negativen, bösen Kommentare, die er die ganze Zeit abgelassen hat? Anschein bitte. Es wird wild. Wie gesagt, die ist ja gutes Esmal. Macht zumindest. Der Ausschnitt ist geil. Und das feiere ich. Wer findet das mega gut? Also ich tatsächlich feiere das. Auch jetzt hört sich es extrem nice an. Und das feiere ich. Hört sich richtig nice an. Die Mikrofone hören sich ultra clean an. Das ist halt ultra lost, ne? So, weißt du, das Problem ist halt, dass sie beschwert sich über etwas, was es nicht gibt. So. Sie beschwert sich darüber, dass man nur negative Sachen hier aufzählt und sowas und dass Kenny ja nur negativ ist. Aber Kenny lobt sie halt auch so oft. Was ich übrigens genauso wenig verstehen kann, ist, Alter, der hat 144 Subs auf Twitch. 2,50 Euro pro Sub. Ey, das ist ja schon, das ist echt schon eine gute Zahl, ne? Und 395 Mitglieder, bei dem läuft ja anders, wirklich. Also Kenny zieht richtig krass durch. Also bei Kenny läuft richtig krass. Wer mag mir jetzt erklären, warum seine Reaction durchweg negativ war? Irgendjemand? Hast vergessen. Laut Janina hat Kenny ja eine einzige positive Sache rausgehauen, dass er durch sie mehr Klicks bekommt. Wollen wir auch mal kurz anhören? Man muss auch sagen, je mehr Aufmerksamkeit sie bekommt, desto größer wird die ganze deutsche Community. Ist einfach so Fakt. Und das ist mega. Duschen, wirkt Leute. Fast so, als würde er sie als Trägerin der ganzen Szene betiteln. Das wirkt Community, eher Community wie ein Kompliment. Selbst daraus dreht sie ihm halt einen Strick. Ne? Kennys Reaction ist übrigens, so wie alle anderen Sachen, falls ihr euch selber überzeugen wollt, verlinkt. Wir kommen jetzt mal auf den ersten Kontakt zwischen Kenny und Janina zu sprechen. Und wie verzerrt Janina diesen wiedergibt. Es fing alles vor ein paar Jahren an. Kenny hatte zu dem Zeitpunkt 100 Abonnenten und Janina so ungefähr 1000. Er hatte ihr eine E-Mail geschrieben, die Janina jetzt nach ein paar Jahren veröffentlicht hat. Also erstmal Props, dass du einfach eine E-Mail legst, ist eine Ehrenaktion, ne? Shoutout. In der Mail konnte man lesen, dass Kenny sie jetzt nach einem kleinen Push gefragt hatte, weil man es halt schwer hat, als Mann groß in der ASMR zu werden. Und darauf hatte Janina, bevor sie diese geleakt hat, nie geantwortet. Da muss ich aber auch eine Lanze für sie brechen. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja. Finde ich so ein wenig shady, aber hey, irgendwo kann ich es ja noch verstehen, auch wenn es komisch ist. Ja, das hatte ich übrigens auch in meinem Video gesagt. Ich muss halt sagen, so, ich finde es halt nicht okay, auch von Janina, dass sie diese E-Mail leakt. Dass sie es ja erst ignoriert und scheinbar das Ganze ja gar kein Thema ist und dann leakt sie auf einmal so eine E-Mail. Ich finde es aber auch, also, es ist schon cringe. Es ist schon cringe. Auch YouTube-Werbung zu schalten, damit man größer wird. Aber ich meine, da merkt man halt wirklich, ich hatte keine Ahnung davon, größer zu werden. Aber ja, cringe war es definitiv. Kuss geht raus dafür an Kenny. Das sieht Kenny übrigens mittlerweile selber ein. Der hat meine Reaction zugeschaut und wir haben danach kurz auf Insta geschrieben und er hat mir da voll recht gegeben. Das Problem ist aber, wenn man versucht, diese ohnehin ein wenig seltsame Aktion durch Lügen aufzubauschen. In der Mail ging es grob darum, dass er sie nice findet und ob sie mal Werbung für ihn machen könnte. Natürlich absolut auf freiwilliger Basis. Janina allerdings behauptet jetzt Folgendes. Ja, Kenny, erzähl doch mal, warum wir nicht klar miteinander kommen. Hast du mir nicht eine E-Mail geschrieben, damit du mir Geld geben kannst, damit ich dich pushe, wo ich dich ausgelacht habe und dachte mir, was willst du von mir? Okay, jemanden zu bitten, ihn für Geld zu pushen, ist auf jeden Fall nicht so cool, ne? Und lässt den anderen komplett fragwürdig aussehen. Allerdings hat er das nie gesagt. Er hat nie gesagt, dass er dafür Geld zahlen möchte. Das stimmt nicht. Außer in der Mail stand das noch irgendwo unten. Aber da frage ich mich, warum hat Janina das nicht veröffentlicht, wenn sie die E-Mail doch sowieso schon geleakt hat? Besonders schön finde ich übrigens den nächsten Punkt von ihr. Ich lasse mich doch nicht erkaufen oder ich soll deine Videos reposten für Geld und was. So, Janina lässt sich also nicht erkaufen. Nein, nee, ach Quatsch, auf gar keinen Fall. Kann eh sein. Die ersten 6,5 Minuten von diesem Video waren auch... Hilfe, Bug, kann jemand mal bitte fixen? Mal Real Talk, es ist doch noch nicht mal so schlimm, solche Placements gemacht zu haben. Gut, Luke Boy ist vielleicht ein bisschen fuck. Egal, ne? Ich habe auch mal ein Raid Placement gemacht, für das ich mich selber im Nachhinein kritisiert habe live. Ich würde jetzt natürlich trotzdem sagen, dass es immer mal noch was anderes ist, wenn du eine Person pushst und er dir Geld gibt. So, das
würde ich auch ein bisschen weird finden, weil da steht halt keine Firma dahin, sondern eine Privatperson, die halt gepusht werden möchte. Das kommt halt immer so auf menschlicher Basis ziemlich wack rüber. Aber es stimmt schon so, letztendlich, wenn du den Vergleich bringst mit diesen Produktplatzierungen, irgendwie hat es schon Ähnlichkeiten. So, ich meine, die geben dir auch Geld und du machst Werbung dafür. So, dann ist halt immer nochmal eine andere Angelegenheit. Ja, vor allen Dingen auch die Games, die sie anscheinend promotet hat, fühle ich halt auch eher weniger. Also passt für mich auch persönlich nicht zu ASMR. Ich muss aber einfach sagen, ich nehme auch nicht nur noch Placements an, die auf meinen Kanal, also die jetzt zu 1000% auf meinen Kanal passen, weil dann könnte ich gar keins annehmen. So, weil für Meinungsbox, da würde halt gar nichts passen. So. Ja, also Rage Dead Legends habe ich halt damals abgelehnt und sonst habe ich auch mal Filmora angenommen und halt Easy Us. Das ist so ein Easy US, je nachdem, ist so ein Software, ne? So, da können wir auch dahinter stehen, aber sobald wieder ein Placement reinrattert, was auch für mich ziemlich gut ist und auch interessant klingt, dann mache ich das auf jeden Fall. Ne, weil einfach nichts mehr gepasst hat. Aber behaupte doch nicht, dass du dich nicht erkaufen lässt, wenn du Placements machst. Ich bin ehrlich, mich kann man auch kaufen. Bitte ja? Just Nero nur 3,99. Was soll das denn, Janina? Im nächsten Punkt geht es darum, warum Janina und Kenny nicht miteinander klarkommen. Also man kann mich by the way auch kaufen. Jetzt nicht nur Placement-mäßig. Gebt mir einfach Geld, ich mach das, was ihr wollt. Also eher geht es darum, dass Janina halt einen falschen Grund wiedergibt. Anscheinend. Folgendes sagt sie. Erstmal vorab gesehen hat er im Video gesagt, er kommt menschlich nicht mit mir klar. Ja, Kenny, erzähl doch mal, warum wir nicht klar miteinander kommen. Hast du mir nicht eine E-Mail geschrieben? Kennen wir ja schon. Janina gibt also als Grund die Nichtbeantwortung der E-Mail an. Im Endeffekt ist das aber mal wieder nicht der wahre Grund. Zumindest aus Kennys Sicht. Was meine auch, aber das ist ja egal. Die Situation trug sich einige Zeit später zu. Kenny hat die 1000 Abonnenten erreicht und darauf ein Abo-Special-Stream gemacht. In diesem Stream hat er live 50.000 Mal Danke für die 1000 Subs gesagt. Hat zum Weilchen gedauert, über 10 Stunden. Das Geld bzw. die Spenden, die er dort gesammelt hat, wurden wie von vornherein klar gemacht an eine Stiftung für herzkranke Kinder gespendet. Absolute Ehrenaktion, also wirklich, richtig nices Ding. So, aber wo liegt denn jetzt das Problem? Ihr werdet lachen. Janina hat zum selben Zeitpunkt gestreamt wie Kenny mit seiner Spendenaktion. Einer von Kennys Zuschauern, WordCat, ist irgendwann zu Janina rübergegangen und wollte, wohlgemerkt ohne Absprache mit Kenny, aufmerksam auf das Spendending machen. Ja, ich denke, das ist nochmal wichtig zu sagen, dass das nicht abgesprochen war mit Kenny. Das heißt, der Zuschauer von Kenny, T-Baxen, grüß dich, Bruder, der Zuschauer von Kenny, ohne dass Kenny davon Bescheid wusste, ist rübergegangen und hat dort Werbung gemacht. So, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Fakt, weil es würde dümmer aussehen, wenn Kenny sagt, ja, geht mal bitte rüber zu Streamern von ASMR oder sonst wen und macht mal Werbung für den Stream, weil es ist ein positiver Zweck. So, dann wäre es nochmal was anderes gewesen, würde ich auch kritisieren, aber wenn es halt so ist, dass der Streamer nichts dafür kann, so, warum kritisiert man das dann überhaupt? Machen, damit halt mehr Geld für die kranken Kinder zusammenkommt. Alter, das fand Janina allerdings nicht so toll. Auf den Hinweis reagierte sie mit, Zitat, sowas macht man nicht, lass das, sonst banne ich dich, WordCat. Der Ursprung für das Zitat liegt in einem Kommentar von ihm. Hier seht ihr es nochmal in Gänze, könnt kurz pausieren, wenn ihr Bock habt, das zu lesen. Erstmal muss ich sagen, ich verstehe es, wenn man keinen Bock hat, dass in seinem Stream Werbung für andere Streamer gemacht wird. Vielleicht wechseln dann ja ein paar rüber. Aber wenn der andere Streamer gerade eine wichtige und ernste Ehrenaktion des Jahrhunderts bringt, why? Lass ihn doch Werbung machen und wenn halt 50 Leute rübergehen und ein paar Korken dalassen, Tacken aus der Krone? Muss man deswegen das Hungertuch auspacken? Ich hätte sogar noch gesagt, geht rüber zu ihm und macht mal richtig Welle. Hier muss ich aber trotzdem sagen, natürlich darf ihr das nicht passen. Es ist ihr Stream und demnach steht ihr so eine Reaktion frei. Ebenso darf ich als Außenstehender das aber nicht gut finden und das kritisieren. Ja? Übrigens, als kleiner Fact, Kenny war sogar Mod bei ihr und ihre Probleme wurden schon per WhatsApp geklärt. Schön, oder? Wir fahren fort. Janinas Grundproblem mit Kennys Reaction. Was? Wir fahren fort? Ich fahr ab an Skoda. Okay, gut, wir machen weiter, okay. Der erste Punkt. Janina findet es fragwürdig, dass Kenny via Reaction Klicks auf ihren Nacken macht. Ich finde es sehr fragwürdig, erstmal auf meinen Namen Klicks zu machen, damit der Kanal ein bisschen hochgepusht wird. Er hat es deswegen gemacht. Das ist das meistgeklickte Video. Ich kann froh sein, dass ich es nicht gelöscht habe von Anfang an. Da frage ich mich, hast du dich deswegen auch bei Monte, Unge, Unsympathisch TV und vielem weiteren beschwert? Wahrscheinlich nicht, oder? Beruht das hier also eher auf einer persönlichen Vendetta? Ist der Typ dir nicht groß genug? Wahrscheinlich schon.
Aber zum Thema Klicks auf den Nacken anderer würde sie ja auch nicht machen. Auf keinen Fall. Ihr nächstes Problem wäre, dass er mit ihrem Namen Geld verdienen möchte. Da fühle ich mich als Meinungsblogger doch glatt so ein wenig, ja, getroffen. Gut, der Punkt hat sich im Endeffekt auch wieder als Quatsch herausgestellt, weil Kennys Reaction-Kanal nicht mal die Monetarisierung freigeschalten hat. Laut Kennys Aussage hat er die aber mittlerweile und das Video wurde direkt geclaimed. Das waren auch so ungefähr die Kernpunkte. Die, die sich für das Thema nochmal interessieren, sollten mal in der Beschreibung vorbeischauen. Ich lege euch Kennys Video nahe, das habe ich verlinkt. An der Stelle möchte ich noch sagen, dass ich Janinas Verhalten ziemlich fragwürdig finde. Nicht böse gemeint, aber aus meiner Sicht solltest du deinen Umgang mit Kritik nochmal überdenken. Musst du aber auch nicht. Ist halt deine Sache. Im Endeffekt nur ein gut. Sie hat jetzt übrigens eine Instagram-Story gemacht. Alter, das hat schon 100.000 Aufrufe. What the fuck, Alter? Das hat schon 100.000 Aufrufe. Sie hat eine Instagram-Story hochgeladen oder mehrere Insta-Stories. Könnt ihr auch noch abrufen. Da sitzt sie gerade im Auto und hat darüber geredet, dass sie Kritik einfach ignoriert. Das einfach so macht wie Bibis Beauty Palace. Und die hat gesagt, ja, also Bibi ist da schon irgendwie so ein Vorbild für mich, was die Kritik abblocken anbelangt, weil in einer Woche ist es eh alles vergessen und dann ist es scheißegal. So, und genau so geht sie dahingehend mit Kritik um. Also sie sieht diese kritischen Videos, sie sagt, ja, die Leute, die wollen nur Klicks. So, ich meine, ich gebe ganz ehrlich zu, so die Klicks nehme ich natürlich mit. Aber natürlich soll auch Kritik mit hängen bleiben, weil, beziehungsweise auch was Sinnvolles für sie hängen bleiben, dass sie sich vielleicht ein bisschen reflektieren kann. Sie meint aber, ja, hier, nee, das juckt sie nicht und die Kritik geht ihr am Arsch vorbei und sie blockt das einfach ab. So, in der Woche ist eh alles vergessen. Ja, genau, genau so war's. Und die bedankt sich für liebe Nachrichten aus ihrer Community, was natürlich auch ganz wild ist. Ja. Gut gemeinter Ratschlag. Ich könnte jetzt noch auf ihre 13-minütige Antwort auf Kennys Video eingehen. Die kurz Kakuya, du Sau, wirklich, der hat es nicht nur mir geschickt, der hat es ja wirklich allen geschickt. Das ist eine Schweinerei, aber warum schickt Kakuya nicht nur mir das? Ich dachte, das ist ein Zuschauer von mir. Veröffentlichung wieder gelöscht wurde. Aber sind wir mal ehrlich, es wird wahrscheinlich seinen Grund gehabt haben, dass diese wieder gelöscht wurde. Und das respektiere ich. Deswegen lasse ich das an der Stelle mal weg. In dem Sinne, nimm das Video nicht zu böse, überdenk vielleicht ein paar Sachen und ja, schaut auf Twitch vorbei, ich bin live, join meinem Discord-Server und guckt euch das Video auf meinem 2. Also erstmal muss ich einfach sagen, unfassbar krasse Qualität. Also das Video ist qualitativ wieder des Jahrtausends stark, wirklich des Jahrtausends stark. Also selten so einen krassen Schnitt gesehen, finde ich auch echt 100-mal besser als den davor. Also ich fand den davor, der war schon ganz gut, so, aber das war halt, ja, keine Ahnung, so, also diese Smooth-Animationen jetzt, die sind halt wirklich, das ist ein absolutes Upgrade, ne, kann ich nur sagen. Also stabiles Video. Eine Sache muss ich nur nochmal ansprechen. Alle Punkte, die jetzt hier genannt wurden, hatte ich auch schon genannt. So, und damit haben wir den nächsten YouTuber exposed. Nachdem QNTV auch schon mir nachgemacht hat, macht nun Chasnero mir genauso nach. Grüße gehen raus auch an das Video mit Doko, wo wir fast gleichzeitig das Video gemacht haben. Ja, nee. Aber nee, starkes Video, wirklich auch nochmal gut zusammengefasst. Ich denke, das ist nochmal abschließend ganz positiv anzuerkennen. Ja, da haben wir einfach.